Hey, heute ist der 8.11. Ich bin gestern am 7.11. losgeflogen und war ungefähr so wahrscheinlich 15 Stunden unterwegs. Der Flug ging einmal von Frankfurt am Main nach Seattle und von Seattle nochmal nach Vancouver. Es war auch relativ unkompliziert. Das Wichtige bei der Zeitumstellung ist, dass ihr nicht im Flieger schlaft, sondern ihr müsst wirklich wach bleiben. Ich bin gegen 13 Uhr in Frankfurt am Main losgeflogen und bin 19 Uhr Ortszeit in Vancouver angekommen. Die Immigration ist sofort, nachdem ihr das Gepäck abgeholt habt, auf der rechten Seite. Und dann müsst ihr einmal mit so einem Officer sprechen. Bei mir wurde jetzt nur der Pass angefragt und die Einladung von der Botschaft. Und dann dauert das Ganze ungefähr 5 bis 10 Minuten und dann habt ihr euer Work-and-Travel-Visum. So, ich habe jetzt gerade meine Social Insurance-Nummer beantragt. Es war total einfach. Die haben nur ein paar Fragen gestellt, wo ich wohne und ob ich schon mal eine Social Security-Nummer hatte. Und das ist aber kein Problem, wenn man keinen Wohnsitz hat. Kann man einfach auch nur ein Hostel angeben. Von daher war das ziemlich unkompliziert. So viel erstmal zu meinem ersten Tag dahin und ja, habt viel Spaß. Tschüss!